Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Redner, Herrn Professor Dr. Stefan Griegert. Er absolvierte sein Studium der Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und Wien, promovierte 2006 an der FU und war 2005/2006 Research Fellow am Academic College of Tel Aviv-Jaffo. Von 2003 bis 2022 unterrichtete er als Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft, Philosophie und Judaistik an der Universität Wien und ist seit 2017 Research Fellow am Herzl Institut for the Study of Zionism at the University of Haifa und seit 2022 auch Research Fellow am London Center for the Study of Contemporary Antisemitism. Im Jahre 2022 erhielt Professor Griegert die Professur für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und ist Leiter des Zentrums für Antisemitismus und Rassismusstudien, kurz CARS wohl ausgesprochen. Drei seiner Publikationen möchte ich erwähnen. Einmal eine Monographie, Die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung 2014 und Herausgeberschaften 2 in 2023 erinnern als höchste Form des Vergessens, Umdeutung des Holocaust und der Historikerstreit 2.0 und Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart, Theorien, Erscheinungsformen, Bekämpfung. Ich übergebe Ihnen damit das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Vorstellung. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe die sehr undankbare Aufgabe, wie Frau Schröter ja schon einleitend gesagt hat, Ihnen in 18 Minuten einen historischen Überblick über den Nahostkonflikt zu geben, was selbstverständlich nicht möglich ist, aber weil ich dafür eingeladen wurde, will ich versuchen, anhand von ganz wenigen Punkten das trotzdem in irgendeiner Form zu versuchen. Erlauben Sie mir vorher zwei minimale Vorbemerkungen, die sich auf das bisher Gesagte beziehen. Ich denke, dass es völlig richtig ist und notwendig ist, den linken Antisemitismus zu thematisieren. Wir haben das in den letzten zwei Monaten in einer Deutlichkeit nochmal vor Augen geführt bekommen, die keinen Zweifel daran übrig lässt, dass das ein drängendes Thema ist. Ich denke allerdings nicht, dass man sagen kann, dass die Thematisierung eines linken Antisemitismus ein Tabu wäre, weil es verhält sich ja doch so, dass es neben der offen israelfeindlichen Linken zum Glück gerade im deutschsprachigen Raum auch das Gegenteil gibt, nämlich eine pro-israelische Linke, die seit fast 30 Jahren genau diese linken antisemitischen Traditionen zum Thema macht und deutlich kritisiert. Und man muss festhalten, dass die schärfsten, deutlichsten und auch genauesten Kritiker eines linken Antisemitismus in der Regel selber aus der Linken kommen, wie ich zum Beispiel. Die zweite vielleicht Vorbemerkung, die uns aber schon gleich unmittelbar ins Thema bringt, zur Begrifflichkeit. Ich denke, wir strugglen alle seit dem 7. Oktober. Es ist schwierig, die richtigen Begriffe dafür zu finden. Es wird häufig vom Terroranschlag geredet. Es ist sehr zu Recht darauf hingewiesen worden, dass das viel zu wenig ist. Es sind hier Begriffe wie Massaker und auch Pogrom genannt worden. Und ich denke, das sind Begriffe, die schon sehr viel eher etwas fassen von dem, was wir am 7. Oktober sehen mussten. Ich glaube aber, dass es tatsächlich nicht reicht. Ich glaube, wir müssen das eine Vernichtungsaktion nennen. Nur das bringt die Ernsthaftigkeit und den wirklichen historischen Einschnitt zum Ausdruck, um den es da geht. Es war auch ein Pogrom, gerade durch die Beteiligung dann im Laufe des Tages von Teilen der palästinensischen zivilen Bevölkerung. Aber das unmittelbare Vorgehen, gerade der Hamas und auch der Einsatzgruppen vom Islamischen Dschihad, war eine auf Vernichtung zielende Aktion. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist es sehr verständlich, dass Parallelen, vor allem was die Bildsprache angeht, zum Nationalsozialismus, auch zum nationalsozialistischen Massenmord an Juden und Jüdinnen gezogen werden, auch wenn das in völlig anderen historischen, politischen, geografischen, ökonomischen und so weiter und so fort Kontexten stattfinden. Die Intention aber, um die es hier geht, ist eine Vernichtungsintention. Und das muss man, glaube ich, sehr deutlich machen, weil man sonst auch die Härte der israelischen Antwort darauf nicht versteht. Worum es neben dieser Vernichtung dabei geht, ist das, worum es
Teilen der arabisch-palästinensischen Welt seit mittlerweile über 75 Jahren geht, nämlich die Revidierung der Ereignisse von 1948, also das Rückgängigmachen der Staatsgründung Israels. Und das hat etwas mit der Vorgeschichte zu tun, über die man also leider auch reden muss. Und diese Vorgeschichte hat auch etwas nicht mit dem Islam zu tun, aber mit gewissen Interpretationen, mit gewissen Konzeptionen im Mainstream, nicht nur im Radikal-Islamismus, sondern im Mainstream islamischer politischer Ideologie. Und der zentrale Punkt dabei ist, denke ich, das Konzept der Dhimmis, über das wir ziemlich sicher später heute auch noch einiges hören werden, weil das ist die zentrale Vorstellung, die in den traditionellen islamischen Gesellschaften existierte, wie Juden zu existieren haben, wenn sie dann überhaupt existieren dürfen. Als sogenannte Schutzbefohlene, das klingt immer relativ positiv, als Dhimmis, also als eine systematisch diskriminierte, minderwertige Minderheit, die den Herrschaftsanspruch des Islams und der Muslime akzeptieren muss. Wenn das so ist, besser als in vielen christlichen Traditionen, sind sie zumindest nicht des Todes. Wenn sie das aber nicht akzeptieren, dann geht man gewaltsam gegen sie vor. Und das muss man im Kopf behalten, wenn man sich die Staatsgründung Israels 1948 anguckt. Die Selbstermächtigung von Juden und Jüdinnen zur politischen Souveränität, und das ist das, was historisch mit der Staatsgründung Israels passiert, ist das komplette Gegenbeispiel von einem Dhimmi-Status. Das ist eine Form von politischer Staatswerdung, die gleichzeitig die deutlichste Absage genau an diesen Status ist, dass man als systematisch diskriminierte Minderheit in einer islamisch dominierten Mehrheitsgesellschaft zu leben hat. Worum es mir also geht, ist, wenn wir auf einer Antisemitismuskonferenz über die Geschichte des sogenannten Nahostkonfliktes reden, ist zu verdeutlichen, inwiefern die in Deutschland leider weit verbreitete Ansicht, dass der offensichtlich grassierende Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, in den arabischen Gesellschaften, die weit verbreitete Ansicht, dass dieser Antisemitismus eine Reaktion, eine Folge der Gründung des Staates Israel wäre. Vielleicht können Sie sich Ihre Fragen still und leise überlegen, das wäre einfacher für alle, die rund um Sie herum sitzen. Und nachher versuche ich gerne, Sie dann zu... Nein, das können Sie nachher machen, nachdem ich meine Ausführung gemacht habe. Und dann werde ich sehr gerne Sie beantworten. Das sage ich Ihnen nachher. Der Punkt ist, dass dieser Antisemitismus eben keine Folge, kein Resultat der Gründung Israels ist, sondern es ist genau umgekehrt, und das scheint mir ein Knackpunkt bei der Diskussion über Israel, israelbezogenen Antisemitismus und Nahostkonflikt zu sein, dieser weit verbreitete Antisemitismus in den islamischen und arabischen Gesellschaften ist ein zentraler Grund dafür, dass es diesen Konflikt in der Form überhaupt gibt, wie es ihn heute gibt. Allein historisch in der Chronologie sieht man deutlich, dass der Antisemitismus der Gründung Israels vorausgeht. Wir werden viel über die Muslimbrüderschaft hören. Die ist 1928 in Ägypten gegründet worden, 20 Jahre vor der Staatsgründung Israels. Wir werden ziemlich sicher am Nachmittag auch noch etwas über den Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, hören, einen rabiaten Antisemiten-Nazi-Kollaborateur, der involviert war in die NS-Vernichtungspolitik gegenüber Juden und Jüdinnen. Der wurde in den 1930er Jahren zur Führungsfigur der palästinensisch-arabischen Nationalbewegung. Und vor diesem Hintergrund findet dann die Ablehnung der Teilungsbeschlüsse statt, die ja bereits in den 30er Jahren formuliert wurden. Wir haben die Pi-Kommission 1937, die bereits eine Teilung des Mandatsgebiets vorschlägt, mit einem sehr großen Teil, der zum Staat Palästina werden sollte, wird von arabisch-palästinensischer Seite zurückgewiesen. Wir haben dann, es wurde schon angedeutet, den Teilungsbeschluss von 1947, der ebenfalls zurückgewiesen wird. Und als Reaktion auf die Gründung des Staates Israels, also als Reaktion auf die Selbstermächtigung von Juden und Jüdinnen zur politischen Souveränität, das ist die Gründung des Staates Israel, reagiert die komplette arabische Welt, und damit meine ich die arabischen Führungen, weil wir wissen nicht, was die Mehrheit der Ägypter, Syrer, Iraker und so weiter und so fort gedacht hat, weil das keine Demokratien waren, aber die komplette Führung der arabischen Welt reagiert auf diese Staatsgründung mit einem Angriffskrieg. Und seitdem haben wir dann eine Konstellation, die sich die letzten 75 Jahre entwickelt und die sich natürlich auch verändert. Diese Veränderung könnte man jetzt, wenn man das ausführlicher machen würde, an drei Punkten versuchen aufzuzeigen. Einerseits gibt es Veränderungen bei den Gegnern
Israels. Es gibt Veränderungen in dieser Ablehnungsfront gegenüber Israel. Also es gibt Veränderungen in Bezug auf den Protagonisten des Antisemitismus. Es gibt Veränderungen, es gibt Transformationen und Modifikationen beim Zionismus selber. Also letzten Endes, das kann man sehr kurz machen, haben wir am Beginn eine starke linke Dominanz in Israel und im Zionismus. Die ersten 30 Jahre wird dieser neu gegründete Staat von Sozialdemokraten und Sozialisten, teilweise sogar auch von Kommunisten, geprägt. Nicht nur regiert, sondern regelrecht dominiert. Also sie haben bis in die 1970er Jahre hinein ausschließlich sozialdemokratische Regierungen in Koalition mit anderen, häufig sozialistischen Parteien. Und dann kommt, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, in den 1970er Jahren zum ersten Mal die politische zionistische Rechte, die heute das Land ziemlich dominiert. Und ich würde vermuten, in Zukunft werden wir einen gewissen Schwenk ins Zentrum erleben. Und als drittes, wir haben eine Änderung über die letzten 75 Jahre bei dem, was ich die Einsamkeit Israels, so steht ja der Titel von meinem Vortrag hier drin, nennen würde. Denn diese Einsamkeit Israels ist immer eine relative Einsamkeit, weil Israel von Beginn an zwangsläufig eine Bündnispolitik betreibt. Und diese Bündnisse sind sehr unterschiedlich. Die sind 1948 komplett andere als heute oder auch als in den 1990er Jahren. Nachdem das so ein paar Fortschritt werden muss, werde ich das sehr schlagwortartig machen. 1948 ist die Situation sehr eindeutig. Angriffskrieg auf der arabischen Seite bei den Feinden Israels, eindeutig dominiert von Monarchien. Also die zentrale Macht ist Ägypten, das ist damals eine Monarchie, König Farouk. Dieser Angriffskrieg gegen Israel misslingt. Das führt dazu, dass diese Monarchien desavouiert sind, weil sie ihr Versprechen, den jungen jüdischen Staat sofort wieder zu vernichten, die Juden ins Meer zu schmeißen und wie die ganzen Formulierungen damals explizit waren, nicht erfüllen können. Und deswegen sind sie desavouiert und als eine Folge davon kommt dann in den 1950er Jahren der Panarabismus als zentraler Gegenspieler Israels an die Macht. Also Gamal Abdel Nasser in Ägypten maßgeblich. Das ist eine wichtige Transformation. Die führt nämlich auch dazu, dass der dritte Punkt, die Bündnisse Israels, schlagartig andere werden müssen. 1948 sind nicht wie heute die USA die wichtigsten Unterstützer und Förderer des jungen israelischen Staates. Die stimmen zwar der Gründung Israels zu, unterstützen Israel aber in diesem überlebensnotwendigen Unabhängigkeitskrieg so gut wie gar nicht. Wer Israel 1948 unterstützt, das ist die Sowjetunion und die Tschechoslowakei. Das sind realsozialistische Staaten. Das sind stalinistische und poststalinistische Diktaturen. Das sollte man nicht ganz aus dem Auge verlieren. Als Reaktion wiederum in diesem zweiten Bereich, wer sind die Gegner Israels, Panarabismus statt Monarchien, das führt dazu, dass es eine pro-arabische Wende in der sowjetischen Politik gibt. Und die nächsten Jahrzehnte sind die Hauptgegner Israels einerseits die panarabische Phalanx, vor allem Ägypten, Syrien, dann auch der Irak, unterstützt von den Ostblockstaaten, unterstützt von der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist es, die Syrien und Ägypten vor allem bis an die Zähne bewaffnen, die in zweimal quasi eine neue Armee hinstellen, nämlich im Vorfeld des Sechstagekrieges 1967 und dann nochmals 1973 im Vorfeld des Yom Kippur-Krieges. 1967 im Yom Kippur-Krieg, im Sechstagekrieg, ist eigentlich immer noch nicht die USA der Hauptverbündete, sondern bis dahin ist Frankreich der wichtigste Verbündete, der wichtigste Waffenlieferant für Israel. Und dann droht de Gaulle Israel aber im Vorfeld des Sechstagekrieges, wenn ihr den ersten Schuss abgibt, kriegt ihr keine Waffen mehr von mir. Das meine ich mit die Einsamkeit Israels in einer existenziellen Bedrohungssituation, macht die ganze Welt keinen Finger krumm, um Israel gegen diesen Militäraufmarsch der arabischen Staaten zu unterstützen. Deswegen ist Israel 67 zu einem Präventivschlag gezwungen, der glücklicherweise sehr positiv für Israel ausgeht. Nichtsdestotrotz bleibt diese arabische Ablehnungsfront, die seit 1948 existiert, weiter bestehen und die arabische Seite spricht jetzt unter Führung von panarabischen antisemitischen Kräften immer wieder von der Notwendigkeit einer weiteren Runde. Und diese nächste Runde ist dann der Yom Kippur-Krieg 1973, wo Israel im Überraschungsangriff an den Rand einer Niederlage gebracht wird. Das ist eine dramatische Situation. Und dann werden die USA zum wichtigsten Verbündeten Israels. Nach sehr langem Zögern liefern die USA dann die Waffen, die es Israel ermöglichen, auch im Yom Kippur-Krieg 1973 den Krieg wieder umzudrehen und also auch diesen Krieg zu gewinnen.
Das schafft die Grundlage für eine wirklich welthistorische Wende, kann man sagen, nämlich das Jahr 1979. Der Yom Kippur-Krieg führt außenpolitisch dazu, dass Ägypten sich dann 1979 als allererstes arabisches Land bereit erklärt, Frieden mit Israel zu schließen. Großartige Sache, der Friedensvertrag existiert bis heute, sehr gut für alle Menschen in der Region des Nahen und Mittleren Ostens und überhaupt auf der ganzen Welt. Innenpolitisch führt der Yom Kippur-Krieg dazu, dass die Vorherrschaft der zionistischen Linken zum Ende kommt. 1977, auch das gehört zur Vorgeschichte des Friedensschlusses von 1979, 1977 gewinnt zum allerersten Mal die Likud-Partei, also die Partei aus dem revisionistischen Zionismus oder Menachem Begin, die Wahlen. Und Begin ist es dann, der mit Anwar al-Sadat, dem ägyptischen Präsidenten, den Frieden aushandelt, den der ägyptische Präsident mit dem Leben bezahlt, weil er sofort von einem islamistischen Attentäter umgebracht wird. Und da haben wir dann den zweiten Punkt, warum 1979 so wichtig ist. Einerseits Aufbrechen der arabischen Ablehnungsfront und andererseits Aufstreben des Islamismus. Also der Panarabismus ist jetzt auch desavouiert, weil das nämlich in zwei Kriegen oder eigentlich in dreieinhalb, wenn man den Abnutzungskrieg noch dazu nimmt und so, auch nicht geschafft hat, Israel in die Knie zu zwingen. Der hat die Ergebnisse von 1948 auch nicht rückgängig machen können. Auch die haben nicht geschafft, Juden wieder zu Dhimmis zu machen, sondern die Selbstermächtigung zur Souveränität bleibt aufrecht. Und jetzt kommt der Islamismus, 79, wir werden nachher noch viel über den Iran hören, aber ich will es kurz schon skizzieren. 1979 konnte im Iran ein deutlich antisemitisches Regime an die Macht unter Ayatollah Khomeini, traditionell judenfeindlich, modern antisemitisch, eliminatorischer Antizionismus, Holocaustleugnung. Das sind die Schlagworte, die man im Prinzip wissen muss zum iranischen Regime. Und seitdem gibt es kaum noch eine Entwicklung in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, die man überhaupt verstehen kann, ohne sich anzugucken, was macht das iranische Regime, wie agiert es. Auch das kann man an einem Beispiel, weil ich schon die Zettel mit der Uhrzeit hingehalten bekomme, nur an einem Punkt illustrieren. Anfang der 90er Jahre, da hat Israel die linkeste Regierung, die es wahrscheinlich jemals hatte, nämlich unter Yitzhak Rabin, sozialdemokratischer Premierminister, Koalition mit der Meretz-Partei, einer Partei links von der Sozialdemokratie, unterstützt von ein paar anderen Regierungen. Damals beginnen die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern. Die sogenannten, das Osloer Abkommen entsteht dann 1993. Und da gibt es zahlreiche Gründe für, könnte man einen eigenen Vortrag zu machen, Zusammenbruch der Sowjetunion, Änderung in der Militärtechnologie und Erfahrung der ersten Intifada und noch viel mehr. Aber ein ganz zentraler Punkt aus israelischer Perspektive für Yitzhak Rabin war, Rabin war der erste Premierminister in Israel, der die Nachricht bekommen hat, dieses Regime im Iran, was auch damals schon in aller Offenheit sagt, wir werden den Staat Israel vernichten, baut Atomwaffen. Deswegen ist das seitdem so ein zentrales Thema. Und Rabin hat, und damit schwenke ich unmittelbar in die Jetztzeit, wenn ich das hinkriege, Rabin hat daraus alle möglichen Schlüsse gezogen, Anschaffung von Langstreckenbombern, man hat versucht, die Verbündeten, auch Deutschland zu überzeugen, den Iran zu isolieren, was Deutschland nicht gemacht hat, im Gegenteil, Deutschland hat das Gegenteil gemacht und hat seitdem das iranische Regime enabled, hat es ermöglicht, dass es sein Atomwaffenprogramm weiter betreibt durch Milliardengeschäfte, die deutsche Unternehmen mit Unterstützung jeder deutschen Bundesregierung der letzten Jahrzehnte betrieben hat. Auch das ist eine Form von Einsamkeit Israels. Vor allem aber hat Rabin gesagt, wir müssen versuchen, einen Friedensprozess mit den Palästinensern und unseren arabischen Nachbarn hinzubekommen, um, so hat er das genannt, den inneren Gefahrenkreis zu neutralisieren, um uns dem äußeren Gefahrenkreis widmen zu können, also einem potenziell nuklear bewaffneten iranischen Regime. Das funktioniert nur in einem Punkt, 94, um noch in die Jetztzeit zu kommen, Friedensvertrag mit Jordanien. Dann passiert sehr lange nichts, was Friedensverträge angeht. Der Friedensprozess mit den Palästinensern scheitert bekanntlich. Ende der 2000er Jahre, Beginn zweiter Intifada, innerhalb weniger Jahre über 1000 ermordete Israelis. An der Zahl merkt man nochmal die Bedeutung des 7. Oktobers. Also früher hat man immer diese Zahl, über 1000 ermordete Israelis in der zweiten Intifada, als das besonders Schlimme dargestellt. Das hat am 7. Oktober einen Vormittag gedauert, um diese Opferzahl von Juden und Jüdinnen hinzubekommen. Also da wird das vielleicht nochmal deutlich. Der Friedensprozess scheitert. Aufstreben der Hisbollah im Libanon, der Hamas vor allem in den palästinensischen Gebieten, die diversen Gaza-Kriege.
Und erst im Jahr 2020 folgende kommen weitere Friedensverträge dazu. Der Kollege hat das vorhin schon erwähnt, die Abraham Accords. Und das ist heute, denke ich, die Konstellation, in der wir uns bewegen. Wir haben auf der einen Seite das auf die Vernichtung Israels und des Zionismus und jeder Form politischer Souveränität von Juden und Jüdinnen setzen, die iranische Regime, das bestrebt es sich, die Technologie der Massenvernichtung zu besorgen. Das ist die zentrale Komponente, die man betrachten muss, wenn es um die aktuelle Situation geht und ihre Verbündeten. Und auf der anderen Seite haben wir die Länder der Abraham Accords, die auch in Bezug auf den Antisemitismus eine wirklich andere Richtung einschlagen. Denn diese Abraham Accords sind sehr viel mehr als die Friedensverträge, die es mit Ägypten und Jordanien gibt. Die beinhalten Versuche, Holocaust Education in Marokko, in Bahrain, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Curricula aufzunehmen. Also das ist eine sehr positive Entwicklung. Und damit komme ich zum Schluss, diese Angriffe vom 7. Oktober waren nicht nur eine Vernichtungsaktion und ein Pogrom, sondern sie zielten genau auf diese Annäherung. Ein zentraler politische Stoßrichtung war, den Annäherungsprozess an Saudi-Arabien zu stoppen. Aktuell ist es nur gelungen, ihn quasi auf Eis zu legen. Ich würde hoffen, dass der wieder aufgenommen wird. Aber genau das ist es, was die offen antisemitischen Kräfte in der Region nicht wollen. Und als Konsequenz heißt das, wenn irgendjemand Frieden in dieser Region will, da muss man die Feinde des Friedens bekämpfen. Und das sind das iranische Regime und seine Verbündeten, also die Hamas, der islamische Dschihad und die Hisbollah. Und deswegen sollte sich jeder und jede hier in Deutschland, die sich selber pro-palästinensisch nennen, sich die großartige Parole zu eigen machen, Free Gaza from Hamas. Vielen Dank.